Der Verrückte hat mich rausgelassen. Oder träume ich gerade? Ich glaube, das ist wieder ein Traum. Ich kann mich nicht in die Mitte nähern. Hey, Jason. Alter Freund. Hast du dem netten Onkel etwas zu sagen, Jason? Mein Name ist Jason Todd. Wen hast du? Batman. Ausgezeichnet. Natürlich tust du das. Hast du das gehört, Bats? Der Bursche gehört nicht mehr dir. Er ist mein. Mein. Ich kann alles mit ihm tun. Hey, ich hab nie gefragt, was ist das große Geheimnis? Wer ist die Fledermaus? Sein Name, sag ihn mir. Natürlich, Sir. Ach, von ihm? Petzen mochte ich noch nie. Deswegen arbeite ich lieber allein. Niemand, der einem die Pointe versaut. Solltest du auch mal probieren. Du siehst ja, was passiert, wenn man Freunde mit in unser kleines, verrücktes Spiel reinzieht. Also das ist jetzt gerade richtig Psycho hier. Ist fast wie ein Psycho-Horror. Jetzt sind wieder alle weg. Du musst in die Zelle. Jetzt muss ich wieder in die Zelle. Die einzig verbleibende Ich war doch da drin, verdammt. Dann gehe ich halt da nochmal rein. Robin, du bist doch schon weggegangen. Was passiert mit mir? Jetzt drehe ich mich mal wieder um. Vielleicht kommt wirklich der Weihnachtsmann diesmal. Und noch einmal. Ich wünsche mir den Weihnachtsmann her. Hallo? Passiert nichts. Ich kann auch nicht so Robin schalten. Also, die geben uns ein bisschen Zeit zum Nachdenken, glaube ich, hier. Okay, Bats. Wie gesagt, ich habe dir die Geschichte nicht einfach nur aus Spaß erzählt. Naja, okay, vielleicht doch. Aber es gibt bei der Fabel von Robin und Clown eine Moral. Okay, nochmal von vorne. Nix von vorne, hey, ich habe keine Lust mehr da drauf. Hey, wollt ihr mich verarschen? Was wird denn das hier? Also, ich gehe da nicht nochmal in die Zelle rein. Das ist doch alles eine Verarsche. Es ist die einzig verbleibende Wahl. Nee, ich gehe da nicht mehr rein. Was steht da? Jonathan Brown. Es wird schon versprochen. Ich stelle das gegen mich. Selbsternannte Unterhaltungsmessias. Aha. Los, die Zeit ist knapp. Ich gehe da nicht mehr rein. Ihr wollt mich doch verarschen. Schon versprochen. Ich stelle das Gegenmittel her. Gibt es hier keinen anderen Weg raus? Da oben sind noch ein paar Trophäen, die will ich jetzt aber nicht. Robin, das hast du mir schon mehrmals gesagt, aber trotzdem. Das ist jetzt das dritte Mal, dass du mich da reinstecken willst. Du musst es tun. Tut mir leid, aber du musst das. Hey, ein letztes Mal gehe ich da rein, ja? Du willst mich wohl verarschen, ja? Was zur Hölle machst du? Das Richtige. Vertrau mir. Verrückt sein! Hör mir zu! Wir können dir helfen! Du musst das nicht tun! Okay. Alfred? Alfred? Du Mistkerl! Du hast die Verbindung abgebrochen! Tja. Also, ich habe diesmal nicht X gedrückt, damit ich da reingehe. Alles okay? Ich habe den Kontakt zu Robin verloren. Wie geht es ihm? Er ist okay. Defektes Funkgerät. Ich bin gerade bei ihm. Gott sei Dank, bei all dem Trubel befürchtete ich das Schlimmste. Ach, apropos, der Arkham Knight hat eine Panzerschwadron in die Stadt beordert, um die Kontrolle wieder zu übernehmen. Zum Glück ist die EMP-Waffe, die sie angefordert haben, nun bereit. Danke, Alfred. Moment. Wenn Henry gegen die verrückte Clown-Krankheit nicht immun war, dann heißt das... Also ich habe die Dreiecktaste für Kontern gedrückt und damit hat er Robin reingeschmissen. Barbara hätte retten können. Also ich weiß nicht, was Batman
vorhat, ja. Weil der riskiert ja jetzt. Der riskiert richtig was. Da können wir noch einiges machen. Ja. Nein, sag nicht, er ist weg. Er ist doch da draußen. Ich weiß es. Batman flieht nicht. Ich schicke Verstärkung. Findet ihn. Werden wir sehen, wer wen findet. Ob du mich zuerst findest oder ich dich. So, aber was da eben gerade ab... Was da drin los war, also was sich da abgespielt hat... Das fand ich jetzt echt ein bisschen krass. Damit hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ein Ende hat, das Spiel. Der Batman ist auch der Joker bald. Das kann nicht sein. Der letzte Joker. Oh Mann. Wie soll das alles enden? Es wäre ja schrecklich, wenn der Bruce Wayne auch noch stirbt. Lassen wir uns überraschen, ne? Jetzt verbessern wir uns erstmal unser Batmobil ein wenig. Dann kriegt er andere Räder drauf, oder was? Ach du Scheiße, was kommt jetzt? Dieser elektromagnetische Impuls wurde entwickelt, um Drohnenzielsysteme zu stören und anfliegende Raketen fehlzuleiten. Erfolgreiche Treffer immobilisieren zudem Bedrohungen in der Umgebung. Okay. Taktischer elektromagnetischer Kurzstreckerschuss. Schaltet vorübergehend Drohnen-Zielerfassungssysteme aus. Vorübergehend. Okay. Schauen wir mal. Alfred, der Cloudburst. Wie sieht's aus? Der Batwing hat seine Scans der Stadt noch nicht abgeschlossen, doch es gibt keine Spur davon. Verdammt. Gib sofort Bescheid, wenn du ihn hast. Natürlich. Es gibt zwei neue Entwicklungen, die Ihre Aufmerksamkeit bedürfen. Erstens messe ich untypische seismische Aktivitäten auf Miagani. Zudem wollte ich Sie wissen lassen, dass ich Lucius seit langem nicht kontaktieren kann. Das ist sehr ungewöhnlich für Mr. Fox. Ein Besuch im Wayne Tower wäre angebracht, um zu sehen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Verdammt, was ist denn los? Mein Freund in Not. Ein Freund in Not, da ist jetzt... Ja, eine neue Mission. Das machen wir doch jetzt. Lucius hat sich noch nicht gemeldet. Ich sollte nach dem Rechten sehen. Oh ja. Der Wayne Tower ist abgeriegelt, Sir. Der einzige Weg hinein führt über den Aufzug in der Tiefgarage. Batman gesichtet! Verdammt! Ah! Ja, ihr habt eigentlich keine Zeit für euch, ne? Oh. Meine Raketen sind viel stärker geworden, weil ich ja die Verbesserung genommen habe. Einige Verbesserungen habe ich ja durchgeführt. Bestätigt der Treffer. Das ist ein hartnäckiger da drüben. Oh, jetzt bleibt mal still. Habe ich ihn? Nee, habe ich nicht. Dragon offline. So. Ist fertig, oder? Einheit im Cauldron vernichtet. Jo, fertig. Jetzt gehen wir mal weiter. Muss einen Freund in Not retten. Schauen wir mal, was mit dem Lucius los ist. Mit dem Herrn Fox. Ich hoffe nicht, dass der auch so ein Verräter ist jetzt. Wie der Henry eben gerade. Schauen wir mal, was mit dem los ist. Was hat er gesagt? Ich muss jetzt... Weg hier, sonst kriegt er uns! Keine Chance! Ja, ich komme nur von unten rein, hat er doch gesagt, ne? Irgendwas mit Tiefgarage. Wer schießt denn da die ganze Zeit? Ey, seid ihr lebensmüde? Gegen einen Panzer? Was zum... Hey. Polizei, ich helfe euch ein bisschen. Ich habe eigentlich keine Zeit. Ihr übernimmt den Rest, oder? Ihr übernimmt den Rest, komm. Ich hab keine Zeit jetzt. Wetten, dass irgendwas sagt, dass sehr viele Panzer kommen.
Irgendein Gefühl sagt mir, doch nicht. Was war denn das da oben? Hm? Nichts Wichtiges. Okay, jetzt sehen wir mal. Jetzt sehen wir mal nach, was da los ist. Wurde irgendwo noch nicht geplündert? Mir wird langweilig. Hallo? Ich will hoch. Hallo? Oh. Mann, man muss immer einen richtigen Winkel erwischen. Damit es weitergeht. Oh. Batman in Anzug, das ist aber auch schön mal zu sehen. Ein Smoking. Das muss ich mir jetzt nochmal genauer ansehen. Ich dachte, sie hätten es rausgeschafft. Das klingt schlimm da draußen. Was machen wir denn jetzt? Wer bist denn du? Keine Sorge, das wird bald ein Ende haben. Der redet auch anders. Der redet aber richtig anders. Keine Sorge. Hey, Rotköpfchen. Ich will mal dein Gesicht sehen. Da sind so viele Kerle in dem Spiel. Ich freue mich immer, wenn ich weibliche Charaktere sehe. Weibchen. Hallo. Naja, dann nicht. Warum ist sie so schüchtern? Ich guck dich schon nicht an, okay. So, was ist hier los? Jetzt erzähl mal. Da ist so eine Statue. Kann ich aber nichts machen? Hier ist ja gar keiner. Okay, schauen wir mal nach. Die letzte Aufzeichnung der Kamera. Augenerkennung. Zugriff verweigert. Was ist denn los hier, verdammt? Mr. Wayne, ich habe soeben das Gebäude abgesichert. Stimmt etwas nicht? Fox, du bist doch auch ein Verräter, oder? Kann ich Ihnen behilflich sein? Oder was ist los jetzt hier? Ich hatte Sie heute Abend hier nicht erwartet. Habe ich etwas verpasst? Alter, mach keinen Scheiß. Können Sie sich nicht einloggen? Was passiert jetzt hier? Identität bestätigt. Guten Abend, Mr. Fox. Verdammt, was... Was zum Teufel? Hä? Da ist irgendeiner als Mr. Wayne hier aufgetreten. Also habe ich endlich Ihre Aufmerksamkeit. Willkommen auf der Party. Tun Sie nichts Dummes, sonst braucht Wayne Enterprises einen neuen CEO. Wer bist du? Alfred, ich bin am Wayne Tower. Wir hatten heute Abend einen Eindringling. Er hat Lucius. Meine Güte, wissen Sie, wer es ist? Der Identitätsdieb, Thomas Elliot. Der Chirurg? Hm? Großer Gott, Sie waren doch unzertrennlich. Gewissermaßen sind wir es noch. Er hat sein Gesicht mit Hilfe der Haut seiner Opfer rekonstruiert. Er sieht jetzt aus wie Bruce Wayne. Aber warum würde er so etwas tun? Er sagt, es sei persönlich. Ich werde herausfinden, warum. Tun Sie nichts, was Sie bereuen könnten, Sir. Dr. Hush? Richtiger Name Thomas, Tommy Elliot. Oh, das sieht aber echt aus wie ich. Beruf Chirurg, Serienmörder. Passt ja gut zusammen. Chirurg und Serienmörder. Standort Gotham City. Ja, Augenfarbe blau. Wie immer fast. Schwarz. Bla 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 bla. Nichts Wichtiges. Da haben wir einen Charakter mehr. Uns fehlt aber noch sehr viel. Ich drück da mal überall rauf, wo ein Ausrufezeichen ist. Damit nicht immer... Ja, euch kennen wir doch schon alle. Lucius Fox. Den hat er jetzt. Der hat sich bestimmt erschreckt, als ich ihn angegriffen habe. War ich ja eigentlich nicht. Aber das weiß er jetzt. Mhm. So, machen wir mal noch ein paar. Da ist auch der echte, oder? Ja, das ist der echte Bruce Wayne. Was ist sein Beruf? CEO. Philanthrop. Au, okay. Schöner Beruf.
So, jetzt habe ich mal überall raufgedrückt, wo ein Ausrufezeichen war. Das stört ihr jedes Mal. Hey, Kleine. Jetzt weiß ich, warum du mich nicht angeguckt hast. Weil, das war ich nicht. Bruce Wayne ist durchgedreht. Er hat Mr. Fox. Bitte, tun Sie was. Bitte, Batman. Ich glaube, er wird ihn umbringen. Das war nicht Bruce Wayne. Lass ihn gehen. Wir verhandeln doch nur. Nicht wahr, Mr. Fox? Ich habe einen Auftrag für dich, Batman. Bring mir Bruce Wayne. Oder dieser Turm stürzt ein. Warum Wayne? Ihr beide wart mal Freunde. Die Familie dieser Brut hat mich zerstört. Und jetzt werde ich ihn zerstören. Die Waynes haben zu dir gestanden. Oh ja, der großartige Chirurg Thomas Wayne. Kaum zu glauben, er war mal mein Vorbild. Bis er alles versaut hat. Er hat alles in seiner Macht Stehende getan, um deine Eltern zu retten. Du hast deinen Vater verloren. Aber er hat deiner Mutter das Leben gerettet. Er hat mir verwehrt, was mir zustand. Der Autounfall war kein Zufall. Das warst du. Du wolltest sie umbringen. Ich will nur, was mir zusteht. Bruce Wayne wurde mit einem Silberlöffel im Mund geboren. Er musste nie für etwas in seinem Leben kämpfen. Das denkst aber du. Jetzt bring mir Wayne. Oder ich werde diesen Turm zerstören und alles, wofür er steht. Ich stehe vor dir. Dann gib dein Bestes, Tommy. Das ist unmöglich. Ja, was jetzt? Ich hätte es. Er wird unruhig. Wenn er die Waffe auf mich richtet, habe ich einen Augenblick Zeit, um sie ihm abzunehmen. Wenn ich zu schnell bin, tötet er Lucius. Wenn ich zu langsam bin, kann er abdrücken. Ja, was denn jetzt? Ich werde es tun. Boah, das war gut. Kämpfen kann er, glaube ich, nicht. Oh. Mein Gesicht. Mein Gesicht. Du bist doch Chirurg, ist kein Problem. Obwohl, der weiß jetzt das Geheimnis von Batman. Wir dürfen ihn nicht es leben lassen. Es tut mir wirklich leid. Ich versichere Ihnen, ich überprüfe unsere Sicherheitsmaßnahmen. Schon okay, Lucius. Sind Sie verletzt? Mir geht's gut, Mr. Wayne. Ich schätze, das macht mich zum Glückspilz. Es ist nicht Ihre Schuld, Lucius. Ich kann ihn nicht ins GCPD bringen. Lassen Sie ihn hier einsperren. Natürlich, Sir. Überlassen Sie das mir. Alfred, ich habe Elliot im Wayne Tower festgesetzt. Wenn das hier vorbei ist, werde ich ihn vor Gericht bringen. Oh, Gott sei Dank. Wie steht es um Mr. Fox? Es geht ihm gut. Oh, gute Neuigkeiten. Wir sorgen dafür, dass Mr. Elliot für all seine Verbrechen vor Gericht kommt. Alles klar. Zweifache Gefahr. Brauchen wir nochmal mit Fox reden? Brauchen wir eigentlich nicht mehr, oder? Es war knapp, Sir. Aber ich habe nie an Ihnen gezweifelt. Schön. Und ich dachte, du bist ein Verräter. Aber ich habe doch den falschen Bruce gesteuert. Darum war ich so irritiert. Moment mal. Ein weiter. 12 Verbesserungspunkte. Batmobil, Waffen. Da, um die Panzer... Ich hätte fast gedrückt, aber ich lese da gerade... Das ist ja neu hier. Verhindert den Verlust abgeschlossener Sekundärbewaffnungsenergiestufen, wenn das Batmobil Schaden erleidet. Oh. Also, die Balken, die immer sich füllen, damit wir unsere Raketen abfeuern können. Die gehen ja immer etwas zurück, wenn wir getroffen werden. Und dadurch soll es nicht zurückgehen. Ist eigentlich sehr schön. Erhalte für jeden vernichteten Gegner mehr Sekundärbewaffnungsenergie. Das ist aber auch... Ich kann jetzt beides nehmen. Ja. Und dich später. Hat doch gepasst. Das haben wir bald haben wir da alle freigeschaltet. Und unser Batmobil ist bereit für den Krieg. Prediger gehört.
Man-Bat, wo bist du? Dich habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Also, oh, der Pinguin ist wieder frei. Den habe ich bald. Ich habe da was für dich, Bruce. Ja, ich komme. Ich habe einen der Trucks des Pinguins in der Nähe der Filmstudios aufgespürt. Ich komme. Ich folge dem Truck und zerstöre die Waffen. Danke, Nightwing. Also, normalerweise wollte ich ja die Hauptmission jetzt durchziehen. Aber zwischendurch nehmen wir den Pinguin auch mit. Den Pinguin. Weil den will ich in der Zelle sehen. Das ist mir sicherer. Der Knight sagte, wir müssen Batman verfolgen. Das hat Priorität. Alles okay, Mann? Ist da oben jemand? Ja. Das ist der Joker. Okay. Was macht denn der da? Ja, von dem Gas habe ich glaube ich auch eingeatmet. Jetzt muss ich mich nochmal hochschmeißen lassen hier. Komm, jetzt. Oh ja, hat gut geklappt. Ich glaube, das müsste reichen bis zum Ziel. Oder vielleicht auch nicht. Das sind noch 700 Meter. Ne, ich glaube nicht, dass das reicht. Ich gehe, glaube ich, nochmal selber runter. Weil sonst dauert das viel zu lange, die Gleiterei. Was ist das für eine blöde Drohne jetzt hier? Oh je. Wenn der jetzt wieder umdreht, dann sieht er mich. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich sag's dir, Mann. Wir hätten mit den anderen abhauen sollen. Du sagst es. Die Stadt gehört jetzt praktisch uns. Ja, toll. Aber was passiert, wenn Scarecrow sein irres Gas freisetzt? Tja, was passiert dann? Masken helfen bei dem Zeug nicht, Mann. Mir doch egal, für wen ich arbeite. Ah, wieder eine geile Mucke hier. Denkst du, der Kleine steht zu seinem Wort? Den Unterbrecher, damit wir unseren... Ich hab ihm nie getraut. Warum auch? Er hat gesagt, die Fledermaus wäre jetzt schon Geschichte. Damit wir unseren Peilmunition mal hier anbringen. Und jetzt? Tok, tok. Hast du das Bier bekommen? Immer wieder das Gleiche. Das ist Batman! Ich seh Batman! Er kommt näher! Nein, ich komme nicht. Ich komme nicht. Na klar könnt ihr das. Ich kann ja auch nicht fliegen. Was zur Hölle macht er da? Das ist eine riesen Scheiße, verdammt! Also ich habe gemerkt, dass es immer länger dauert, bis die zum Versteck fahren. Du solltest Ausschau halten. Ich glaube, er ist weg. Denkst du, er ist weg? Weil es immer mehr zum Ende kommt mit dem Pinguin. Sie bewegt dich. Ich brauche Hilfe. Scheiße. Ja, ihr habt... Ich hab keine Zeit für euch, hallo? Verdammt! Mann! Ich muss hinter dem Wagen her. Das war jetzt knapp. Was macht denn der? Der dreht jetzt wieder um. Der mit. Ja. Also jetzt fährt er zur Basis. Lass ich mich nochmal hochwerfen. Boah. Hallo. Immer mit der Ruhe, Batman. Immer mit der Ruhe. Wo ist denn der jetzt? Boah, das ist ein Hubschrauber. Das war gefährlich. Obwohl. Ich könnte ja im schlimmsten Fall meinen Panzer herholen. Der Pinguin hortet seine Waffen in Gothams Kläranlage. Alfred, der Kühllaster, dem ich gefolgt bin, ist in Gothams Wasserfilterwerk gefahren. Besorge Blaupausen und such mir einen Weg hinein. Sofort, Sir. Nun gut, Sie sollten das Gelände über die Kanalisation unter der Insel erreichen können. Darf ich den Wagen empfehlen? Ich markiere den Standort auf der Karte. Danke, Alfred. Alles klar. Ich soll den Weg jetzt finden. Hey, was wollten ihr jetzt schon wieder? Seid ihr lebensmüde? Hm?
Wisst ihr was? Ich habe keine Lust auf euch. Ich gehe jetzt ein bisschen den Pinguin ärgern. Obwohl, das nehme ich mit. Also die Dinger nehme ich immer mit. Und jetzt kommen sehr viele Panzer. Keine Gefahr für mich? Also ich bin hier genau in der Mitte. Das ist... Du nennst... Das ist keine Gefahr, ja? Verdammt! Ach, wir sind doch da, wo wir am Anfang... Die Air-Mission gemacht haben. Die haben wir doch geübt. Wie wir die Panzer wegschießen können. Ja. Die Gegend kommt mir sehr vertraut. Ich habe keine Chance. Dragon zerstört. Ja, das ist auch richtig geil jetzt. Weil ich meinen Panzer verbessert habe, kann ich auch... Boah, ich kann hier gerade nicht reden, wenn ich mich konzentrieren soll. Auf jeden Fall reicht da ein Schuss, um die Panzer zu zerstören. Ja, ich konzentriere mich jetzt lieber ein bisschen. Und rede weniger. Boah. Juhu. Ist noch einer. Haben eine verloren, Sir. Lasst euch wie Trottel aussehen. Ja, ach nee, ihr seid auch Trottel. Die ganze Zeit schon. Alter, die haben mich richtig getroffen eben gerade, aber richtig. Alter. Sir, einige Drohnen haben sich runtergefahren. Alles neu starten. Ihr habt die irgendwie runtergefahren. Oh. Er hat eine Drohne erwischt. Wie kann ich die hacken? Ich konnte die doch hacken. Doch, jetzt. Jetzt tue ich den mal hacken da drüben. So, jetzt schießt man dann eigene Leute ab. Boah. Hab eine Rattler verloren. Rakete kommt. So. Du bist für mich, oder? Ja. So, habt ihr einen eigenen Freund abgeschossen, ja? Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Kontrollierte, sehr vorsichtig. Bombe in Scharf, Sir. Eine beachtliche Leistung. Danke. So, jetzt machen wir aber weiter. Nicht aufhören, ja. Jetzt machen wir weiter bei Pinguin. Moment.